Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu The Crew, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Weilenhurt, The Great War mit mir, dem Ingo Weaver. Und wir marschieren jetzt wieder in einer Schlacht. Und vielleicht ist es sogar die entscheidende Schlacht, keine Ahnung. Ich habe jetzt längere Zeit nicht aufgenommen, weil halt eine familiäre Sache passiert ist. Und das war halt dann, dachte ich mir, nee, komm. Das wäre halt scheiße, wenn ich jetzt irgendwie gute Laune vortäuschen würde. Und das ist kacke. Und darum kam erstmal eine Zeit lang keine Folgen mehr von diesem Let's Play. Aber jetzt, wie gesagt, bin ich ja da. Und es geht weiter. So. Alter Vater. Lauf! Ich wollte schon sagen. Was ich geschafft. Man muss schnell sein. Okay, was hier? Im Bunker. Oh, jetzt müssen wir mithelfen. Schieben. Jetzt hätte er das natürlich aufnehmen. Was haben wir da? Irgendwie Postkarten. Das war aber im letzten Augenblick. Der schießt doch bestimmt jetzt noch nicht. Scheiße. Ich weiß. Wir müssen kurz warten. Wir müssen noch eine Lach laden. Jetzt aber. Okay, jetzt müssen wir trotzdem warten. Die Zange nehmen. Schnell! Wir müssen wieder warten, ey. Verdammt nochmal. Ey, ich hab doch... aufpassen müssen wir. Also kurz warten, weil da kommen wieder welche. Beeilung! Oh, das war knapp. Du musst doch die feuern da wieder. Guck mal, dann schießen sie mich tot. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Okay, nochmal. Was geil ist, ihn treffen sie irgendwie nicht, ne? Alle sterben. Nein. Das darf doch noch nicht wahr sein. Los weiter, Männer. Im letzten Augenblick, ey. Diese runde Marke aufgenommen. Kommen mal welche? Ne, da sind keine im Hintergrund. Hä? Ah, okay, da muss ich hinlaufen und wieder zurück. Ah, okay. Ich verstehe, wie ich das machen soll. Ich kann da stehen bleiben. Boah. Oh, brutal, ey. Aber gut. Boah, wie viele da sterben. Wie viele MGs das sind. Beeilung. Ah, es ist eine Bombe, hier kann ich nicht runter. Wir dürfen halt nur nicht da dran kommen. An die Raketen, die da liegen. Los, Männer! Rausziehen. Ach du Schatten, nee, ich dachte gerade schon, er hat keine Füße mehr, ey. Oh. Ich muss ja sagen, wie viele da jetzt gestorben sind. Ja, und der General noch immer.
Schnell, ihr müsst weiterlaufen! Ach so! Da hätte man sich hinknien müssen. Okay, da wusste ich natürlich jetzt nicht. So. Da haben wir mal Glück gehabt. Mal Tab drücken. Ach du Scheiße. Jo, das sind die ganzen Bilder. Und die Bilder, wie gesagt, das finde ich halt so... Ja. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, ich bin voll durcheinander gekommen. Einfach genau das machen, was die auch machen, würde ich sagen. Da ist noch eine Dings. Ein Ring. Aha. Okay. Mein Freund! Nein. Ja, ja, du bist... Ich mach das schon hier. Tötet ihr mich? Ja, ich weiß, ich schlüpfe jetzt nochmal. Ja, warte. Und los, weiter geht's. Ein guter Freund ist jetzt gestorben. Das war jetzt nicht so eine Beziehung, aber ich kann mir vorstellen, auch schon einfach mit einem Fremden sowas zu erleben. Das ist schon sehr heftig. Das schweißt, denke ich mal, auch gut zusammen, das Ganze. Boah, wie übelst, ey. Jetzt aber, komm. Aber ich könnte mir ja vorstellen, dass die beiden gleich sowieso sterben. Das haben wir ja schon in der... Oh? Ach, hätte ich noch weiter nach unten gemusst. Das wusste ich natürlich nicht. Boah, willst du mich verarschen? Wie soll ich das denn schaffen? Oh, das ist bitter, ey. Das ist die eine Ecke, die da ist. Genau. Alter, ist das unnormal, ey. Ja, genau. Ey. Das finde ich jetzt ein bisschen affig, ey. Ja, geh doch nach oben, ey. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Ganz ehrlich, ey. Wollt ihr mich denn verarschen? Wie soll ich das denn schaffen? Das ist ja wie ein Labyrinth, ey. Jetzt komm nach oben, ey.
Ey. Oh, das hasse ich. Da, so solche Sachen. Und dann sage ich doch auch gar nichts mehr. Wo soll ich denn hingraben, ey? Ich bin nicht mehr alle Tassen im Schrank oder was, ey. Start mal in einen Tunnel, ey. Boah. Da irgendwie durchkommen, ey. Und klar, die anderen sterben nicht. Ja, ist ja auch mal gut. Boah, fickt euch ins Knie, ey, ihr kleinen Homo-Fotzen, ey. Also, eigentlich wollte ich ja keine Kraftausdrücke in diesem Let's Play verwenden, weil das halt ein ernstes Thema ist. Aber, ey. Wie soll ich das jetzt schaffen auch, ey? Jetzt kommt irgendwie ein MG-Schütze. Ja, genau. Das Geile ist, der General kommt bestimmt jetzt hinter mir her. Wetten? Okay. Achso, er würde jetzt... Ah, er schiebt alleine. Okay, das wusste ich nicht. Nee, ist er tot. Ich sag doch. Ohne Spaß. Das wird so sein, dass ich als einziger wieder überlebe. Genau, okay, da muss ich dann bremsen. Okay, solche Sachen, die werden immer extremer, muss ich sagen. Erstmal nach unten. Scheiße, ich hab vergessen, wieder zurückzudrücken. Ja, okay, gut zu wissen. Ach, fuck! Da muss man erstmal können, ey. Mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich so was dumm fahre hier. Was machst du denn? Ey! Oh, da werde ich ja wieder verdummt. Also. Das wollte ich noch mir holen. Kurz warten. Das war knapp. Ich sagte, der stirbt. Okay. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so, wie ich das geplant hätte.
So, jetzt geht's mir wieder gut. Los! Der Hieb war tödlich. Die Nivelle-Offensive war ein Blutbad, ein Gemetzel. In den französischen Infanteriedivisionen brachen Meutereien aus und die Offensive wurde abgeblasen. Gott sei Dank. Emil wurde mit den anderen Meuterern verhaftet und wartete auf das Militärtribunal. Okay. Die Kriegshunde teilten als treueste Freunde des Menschen den Alltag und das Schicksal der Soldaten. Sie überbrachten Nachrichten, retteten Verwundete, räumten Minen und scheuten bei der Erfüllung ihrer Pflicht kein Opfer. What? So, bevor wir jetzt hier weitermachen, mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Valenheart The Great War mit mir, dem Ingo Viva. Bis dann. Tschüss.